Können Sie das noch genauer definieren? Sie sprachen das vorhin an, die Ähnlichkeit zwischen dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus. Und damit begründen Sie ja auch dann Ihren Zulauf oder Ihre Sympathie mit der SPD. Was war das für Sie? Was war an der Roten, am Kommunismus ähnlich dem Nationalsozialismus? Ich musste ja damals ins Jungvolk rein, gegen meinen Willen. Kriegte auch eine schöne Uniform. Und nach 45 habe ich nun erleben müssen, jetzt kam die FDJ. Und nun habe ich Vergleiche gezogen. Und nun sollte ich Mitglied der FDJ werden. Und das funktionierte nicht. Aus dem einfachen Grunde, ich habe nun festgestellt, ja, das ist ja nur eine andere Uniform. Ansonsten machen ja die genau dasselbe, was die anderen auch gemacht haben. Und sie unterstehen der SED mehr oder weniger. Und SED in dem Sinne war für mich ein wirklich rotes Tuch. Nicht nur, dass die rote Fahnen hatten, sondern es war für mich ein rotes Tuch. Die habe ich abgelehnt. Und somit, ich meine, ich war ja schon im Fahrdienst gewesen bei der Eisenbahn. Ja, ich bin ja schon als Lokführer gefahren. Wir hatten auch eine Jugendlok. Normalerweise war es üblich, dass nur FDJ-Gruppen Jugendloks bekommen. Ich habe es aber durchdringen können, dass auf unserer Dienststelle unser Lok als Jugendlok eingeteilt wurde. Das heißt, wir waren alles junge Menschen, die da Dienst hatten drauf. Wir hatten ja zwei Lokführer gehabt, die waren Westberliner. Nicht, die haben im Osten weitergearbeitet. Und, aber wie gesagt, wir sollten dann auch eine FDJ-Fahne vorne anhängen. Da habe ich mich hier geweigert. Dann sollte ich eine rote Fahne dran machen vorne. Da habe ich mich auch hier geweigert. Ich habe gesagt, das Einzige, wozu ich bereit bin, ist der Berliner Bär. Naja, und da bin ich natürlich ewig auf Granit gestoßen. Dann wurden auf der Dienststelle, ich war damals in Karlshorst, da wurden dann Versammlungen durchgeführt mit den jungen Eisenbahnern. Und ich wurde auserkoren, ich sollte die alle zusammentrommeln, habe ich ja auch getan. Ja, und dann wollte der SED-Betriebsgruppenleiter sprechen. Und ich weiß, wir waren etwa so an 24, 26 junge Menschen, die da gearbeitet haben. Gekommen sind 5, werde ich nie vergessen. Und der 5. war ich schon. Und die anderen 4, die sagten, ist ja prima, dass du uns mal zusammengerufen hast, wenn es auch unsere Freizeit kostet. Aber was du hier heute angesetzt hast, von wegen, dass wir hier von der Partei uns hier so einen Vortrag anhalten, also damit verschone uns bitte. Dafür haben wir keine Zeit. Wir machen unsere Pflicht als Eisenbahner. Wir arbeiten, machen unseren Dienst. Aber für so einen politischen Kram haben wir kein Interesse. Wir hatten auch nicht einen einzigen FDJler auf der ganzen Dienststelle. Nicht? Und ja, das ist natürlich klar, dass man mir Vorwürfe gemacht hat, ich hätte die ja anders informieren sollen, vielleicht nicht sagen sollen. Also wie gesagt, der SED-Mann ist gar nicht zum Sprechen gekommen. Die haben mir gedacht, mach weiter so. Und das war's, tschüss. Sind die gegangen, das heißt, ich bin dann auch gegangen. Kriegt er hinterher Ärger, warum ich denn nicht das anders offiziell hatte. Ich hatte keine Veranlassung gehabt, ich wollte ja nicht. Ja, ich hatte einen Widerwillen gehabt, weil ich immer gesagt habe, FDJ ist nur mit anderen Farben, aber ist sonst Jungvolk und Hitlerjugend. Ja, also ich habe große Vergleiche schließen können, habe gesagt, nein, damals wolltest du nicht und jetzt auf freiwilliger Basis gehst du da auch nicht rein. Dann müssen sie dich wieder zwingen. Nicht? Und das war eben mit ein Grund, den ich dann gesagt habe, ja, wenn du dich nicht halten kannst, dann rüber zum Westen. Wie kam das denn tatsächlich, oder was waren Ihre ersten Tätigkeiten, offizielle Tätigkeiten für den Telegraph? Das erste, muss ich lachen. Mein erster Auftrag war, ich sollte zur Augsburger Straße abends gehen und sollte berichten, Nachtleben von Berlin. Und damals war ja nun die Augsburger Straße, wo die leichten Mädchen standen. Hatte keine Ahnung, wer da steht. Ich bin ja gerade eingereist, möchte ich sagen, in West-Berlin. Hatte doch keine Ahnung, was mich da erwartet. Und ich erinnere mich noch, dass ich dort am Automaten stand. Ich kriegte nämlich abends immer irgendwie doch so ein bisschen, nicht gerade Hunger, aber doch, ich wollte was essen und guckte da immer. Ja, da gab es dann so ein paar Kekse. Und als ich da so mein Geldstück reinwarf, da stand dann plötzlich neben mir links da so ein hübsches Mädchen und sprach mich an. Na Kleiner, wie wär's denn mit uns? Denke ich, was ist los? Da stolperte ich erstmal, wusste ja nicht, was die überhaupt wollte von mir. Und habe dann meine Kekse rausgeholt, dauerte nicht lange, kam die zweite. Dann wurde ich von zwei Seiten angesprochen. Und ich weiß noch, dass ich sagte,
Ja, was wollt ihr denn von mir? Ja, du bist aber ein naives Kerlchen. Geld verdienen. Ja, und das war der Punkt, der ich dann sagte, ja, ich habe aber kein Geld. Mein letztes Geld habe ich gerade hier für die Kekse ausgegeben. Hast du denn gar kein Geld mehr? Nein. Na, ganz umsonst können wir es nicht machen. Und da fing ich erst an zu überlegen. Die können das nicht umsonst machen? Ja, bist du eventuell in dem Gebiet? Dann bin ich weitergelaufen, dann bin ich rübergelaufen zum Tiergarten. War schon mittlerweile nachts dann geworden, stockfinster. Dann kam da eine Razzia. Ja, jetzt wurde ich kontrolliert von der Polizei, weil ich denn da zu suchen habe. Ja, nur ich hatte ja nun, konnte mich ja ausweisen, ich vom Telegraph komme. Aber auch da standen die Mädchen rum. Ja, und ich war dann heilfroh, als ich den Tiergarten wieder verlassen habe. Nun kam ich in die Redaktion frühmorgens. Und alle freuten sich schon auf meinen Bericht. Man hat ja nun für sich mit einer Auszone ja überhaupt nichts zu tun gehabt. Die wollten ja nur mal testen, wie ich denn überhaupt in der Lage bin, einen Bericht zu geben. Und da habe ich nun angefangen rumzustottern. Und da haben die alle angefangen zu lachen. Ja, sag mal, wusstest du denn nicht, wo du da bist? Nee, wo war ich denn? Mein Gott, bist du naiv. Ja, du kommst vom Osten, das merkt man. Ja? Also wie gesagt, das war mein erster Auftrag. Wir haben nachher den kleinen Telegraph drucken lassen. Das war eine Kleinausgabe der großen Zeitung. Wir haben auch einen Telegraph-Wochenspiegel drucken lassen. Das waren auch immer Kleinausgaben. Die waren teilweise dann auf auf dünnem Papier gedruckt, dass man die gut verstecken konnte. Das heißt, alles das, was wir sonst redaktionell bearbeitet haben und wir herausgehoben haben nun, was wichtig war, das wurde da reingesetzt. Und wir haben dann teilweise auch an Sektorengrenzen diese Kleinausgaben dieser Zeitung verteilt an die Ostbevölkerung. Ich kann mich erinnern, beispielsweise unten im Tunnel Gesundbrunnen, wenn die Arbeiter früh kamen, die dann umgestiegen sind, die meinethalben aus Oranienburg bei Nauder herkamen, von dieser Richtung rum, unten durch und dann auf den Ring rüberkamen. Natürlich hatten wir Westberliner Begleitschutz gehabt, dass uns da keiner irgendwie wegfangen konnte, denn Eisenbahngebiet war immer nicht so ganz ungefährlich. Es gehörte zwar zu Westberlin, aber die Transportpolizei war ja auch da und wäre ja leicht gewesen, uns da irgendwie mal Schwierigkeiten zu machen. Das heißt, wir haben dann nicht nur rein redaktionell gearbeitet, sondern wir haben eben auch gleichzeitig noch die Kleinausgaben dieser Zeitung dann an die Ostbevölkerung verteilt und haben teilweise eben auch Kontakt zu den Menschen, die aus dem Osten kamen, die uns dann Einzelheiten mitteilten. Bin auch beispielsweise, kann ich mich erinnern, wir waren auch im Wannsee, am Bahnhof Wannsee, da gab es einen Wochenmarkt. Da kamen nur die Leute, die von Potsdam eingereist kamen. Nicht? Ja, die freuten sich immer wahnsinnig, dass sie von uns die Zeitung bekamen. Nicht? Teilweise kamen so ja die Leute, können wir nicht 10, 15 Blätter bekommen, für Arbeitskollegen noch mit. Ich meine, wir konnten nie feststellen, ob die den da hier weggeschmissen haben, ob sie es zerrissen haben oder ob die das wirklich für ihre Arbeitskollegen mitgenommen haben. Aber es war tatsächlich eine große Nachfrage davon. Dann hatten wir auch die satirische Zeitschrift hier in Tarantel. War auch nachher ein Punkt meiner Anklage, weil ich, als ich dann nachher nicht mehr dort war, nicht mehr dort gearbeitet habe in der Redaktion, habe ich weiterhin die einzelnen Ausgaben, die kamen monatlich einmal raus, gesammelt. Und daraus hat dann die Oberrichterin in der Gerichtsverhandlung mir einen Vorwurf gemacht, damit hätte ich meine negative Einstellung gegenüber der DDR bewiesen. Alleine nur, weil ich das Blatt aufgehoben habe, wenn ich mal Besuch bekommen habe und wir waren dann irgendwie in lustiger Stimmung, habe ich mal den Ordner vorgehört, habe gedacht, wollt ihr was zu lachen haben? Dann haben wir uns das angesehen, das war wirklich zum Lachen, denn war viel Satire da drin, so dass man da eben, wir haben uns sogar überlegt, ja, wer lässt sich denn so etwas einfallen? Aber dafür gibt es ja eben nun auch Menschen, die eben solche Ideen haben, so etwas dann zu Papier zu bringen. Ja, und das war eben alles meine ersten Stufen. Und wie gesagt, auch als ich angeklagt wurde, ich habe es nicht bereut, dass ich dort Fuß gefasst hatte und eben mein Leben nun ganz anders eingeteilt und gestaltet habe. Nochmal zurück, Sie sagten, Sie sind ja im Osten groß geworden und sind dann aber zu einer bestimmten Zeit in den Westen übergesiedelt. Das hört sich so ganz normal an. Gab es da schon Einschränkungen im Sektorenverkehr? Ja, es standen an der Sektorengrenze Volkspolizisten, die aber kaum kontrollierten.
Die standen da mehr gelangweilt rum. Man konnte also hin und her auf den Bahnhöfen, also bei der S-Bahn oder U-Bahn, gab es höchstens ein, zwei Polizisten auf den Ostbahnhöfen, ansonsten nichts. So dass man ohne weiteres frei umhergehen konnte. Es gab ja damals zu der Zeit auch noch nicht das Aufnahmeverfahren für politische Flüchtlinge, so wie es später gewesen ist in Marienfelde. Ich musste mich damals noch in der Kuno-Fischer-Straße melden und habe mich dann nur ganz kurz angemeldet, dass ich eben jetzt im Westen weiterhin wohnen möchte, denn ich musste ja für West-Berlin, West-Berlin war ja Sperrgebiet. Also das heißt, es durften keine Westdeutschen nach West-Berlin einreisen, das heißt einreisen schon, aber kein Wohnsitz nehmen. Ja, die mussten dann einen Arbeitsplatz nachweisen in West-Berlin, dann konnten sie in West-Berlin wohnen. Und wer vom Osten kam, ja, der musste eben sich registrieren lassen. Ja, und da wurde ich eben dann registriert. Damals gab es keinen Ausweis als politischer Häftling oder sonst irgendwie etwas, sondern man kriegte ein kleines Zettelchen. Und dass man sich eben da hat registrieren lassen. Und nun konnte ich dann eben weiterhin für den Telegraph arbeiten, was ich nur nicht mehr gemacht habe. Ich bin dann natürlich nicht mehr rübergefahren nach Ost-Berlin. Denn als ich mich von dort abgesetzt habe, da war mir das dann doch ein bisschen zu riskant rüberzufahren. Ja, das habe ich dann erst nach vielen Jahren später gemacht, aus dem einfachen Grunde, weil ich dann getestet habe mit einer britischen Presseagentur, ob ich denn im Osten mich kann akkreditieren lassen. Beziehungsweise ich habe dann einen Transport mitbegleitet, es sind da 20 Journalisten mitgefahren, das waren 700 Falkenmitglieder, die sind nach Auschwitz gefahren und ich hatte davon erfahren und bin dann mitgefahren und das war eigentlich meine erste Testfahrt durch den Osten durch, weil ich gesagt habe, wenn das gut geht, dass die dich nicht zurückweisen, dann kannst du es versuchen, dass du eben tatsächlich da drüben akkreditiert wirst. Und dann kannst du eben vom Osten berichten. Und ich meine, da kam natürlich mir wieder das Zugute, dass ich ja doch mehr oder weniger in der Nachkriegszeit ablehnend zu den ganzen Sachen stand, beziehungsweise dann eben im Westen von den Leuten, die uns Mitteilungen gaben, sodass ich eigentlich ein Gebiet vorgefunden habe im Osten, ich will nicht sagen, ich mich da wohlgefühlt habe, aber wo ich dann immer gesagt habe, du musst darüber berichten im Westen, denn im Westen weiß ja keiner, wie die Menschen hier leben, wie das Warenangebot ist, wie der Lebensstandard ist und so weiter und so fort. Und ich habe es sehr ernst genommen, habe dann darauf aufgebaut und habe dann ständig darüber berichtet. Für den Telegraph waren Sie grundsätzlich ein schreibender Journalist? Ich habe damals meine ersten Stufen fürs Fotografieren miterworben. Das heißt, wir hatten unter unseren Kollegen einen Fotomeister. Der kam aus, glaube ich, Lübben oder Lübbenau kam der mal her. War so ja ein prominenter Mensch gewesen. Das war der Enkel nämlich von dem ehemaligen Reichstagsabgeordneten Hermann Molkenbuhr, der früher mal mit August Bebel und so weiter die damalige Regierung mit Ebert und so weiter aufgebaut hatte. Und dieser Enkel, der arbeitete nun bei uns und der hat mir dann als Fotomeister, der hat beim Telegraph auch nicht als Fotograf gearbeitet, sondern eben auch mehr geschrieben. Aber der hat dann gesagt, weißt du, du musst dir einen anständigen Apparat zulegen und dann bringe ich dir das Fotografieren mit. Denn mit einem Foto kannst du immer Geld verdienen, beziehungsweise kannst du immer darstellen, was du eben beschrieben hast. Und daran habe ich mich gehalten. Das war, ich muss sagen, also mir ist es nicht schwer gefallen. Ich habe ganz schnell begriffen, ob das die Laborarbeiten waren oder aber ich muss auch irgendwie einen eigenartigen Blick gehabt haben, sodass man immer sagt, ja nur, es gibt Knipser und dann gibt es welche, die sind Künstler und die haben dann fotografiert. Und ich muss mal irgendwie, ich habe oft nachher mit Kollegen Kontakt bekommen, dass die gesagt haben, sag mal, wie kommst du denn zu so einer Aufnahme? Wo hast du denn die nun wieder geschossen? Und ich gesagt habe, ja nur ihr fahrt mit dem Auto spazieren, ich laufe. Und dann ab und zu zuckt da ein Finger und hinterher kommt ein Bild aus meinem Kasten da raus. Ich habe einen Blick gehabt, sodass man heute sich wundert, wie solche Fotos, die ich vorlegen kann, entstanden sind. Ich habe nicht einfach drauf losgeknipst, sondern ich musste immer eine Aussage in dem Bild haben. Das Bild musste für sich sprechen, ohne dass ich dafür geschrieben habe. Ich habe zwar geschrieben, aber das Bild musste selbst auch eine Aussage bringen.
Wie kam es genau dazu und wie war das Verhältnis der Zeit? Wie lange waren Sie schreibender Journalist? Nee, ich habe geschrieben bis zum Schluss. Das heißt, ich habe bis, naja, ich schreibe auch heute noch. Ich fotografiere auch heute noch vereinzelt. Nicht mehr so extrem, wie es früher gewesen ist. Inzwischen bin ich ja nur ein bisschen älter geworden. Heute beschäftige ich mich noch mit ein paar anderen Sachen. Aber ich habe alles festgehalten, was ich glaubte, ja, vielleicht wollte ich damit Geld verdienen, kann sein. Aber ich habe das irgendwie festgehalten, weil ich der Meinung war, das ist ein Teil deutscher Geschichte. Beispielsweise, wenn politische Losungen auf der Straße standen, dann bin ich nicht achtlos vorbeigegangen, wie die große Anzahl Menschen achtlos da vorbeimarschierten. Denn ich bin da rangegangen, habe das fotografiert. So habe ich damit Aufsehen erregt, gebe ich ehrlich zu. Musste manchmal gucken, ne? Ist hier nicht irgendwie jemand bei dir, der Schwierigkeiten bereitet. Ich habe auch beispielsweise meinen Time Sachen aufgenommen, wo jeder andere vorbeigegangen wäre. Ich habe dann auch beispielsweise, wenn da Plakate angeklebt waren, wo die ganzen SED-Größen abgebildet waren und die Köpfe waren rausgerissen, tja, dann habe ich das aufgenommen. Und die Fotos zeigen ja, dass manchmal da auch Passanten mit drauf sind. Also es ist nicht so, dass ich da nun heimlich da mich rangeschlichen hätte, sondern ich habe schon ab und zu etwas gewagt. Aber ich war ja nun zwischendurch akkreditiert bei der DDR-Regierung als Korrespondent einer britischen Presseagentur und hatte einen gewissen Schutz gehabt, glaubte ich. Ja, bis sie mich festgenommen haben. Und, aber ich habe mich frei bewegt. Das heißt, ich habe alles das festgehalten, was es im Westen nicht gab. Ja, um zu zeigen im Westen, wie die Menschen im Osten leben müssen, was sie ertragen müssen. Beispielsweise auch Kinder, die nun irgendwie da spielen müssen, wo meinethalb die ganzen politischen Losungen ringsherum stehen. Ja, sowas kann ein Kind im Westen ja nicht. Oder aber meinethalb, ich habe auch Jugendheime besucht, wo nur politische Losungen drin waren. Und wenn man bedenkt, dass da Kinder drin waren, die meinethalb so, naja, 5 Jahre bis 10 Jahre alt waren, dass die da schon politisch erzogen wurden, ja, das war, möchte bald sagen, mein Hobby geworden langsam, der ich gesagt habe, darüber musst du berichten. Denn das muss im Westen bekannt sein. Und es wurde ja auch bekannt. Ich meine, dass ich durch einen Zufall auch mal einen Menschenraub gesehen habe an der Sektorengrenze. Ja, das war aber wirklich ein Zufall. Ich habe denjenigen nicht dahin bestellt, den ich gesagt, er soll sich festnehmen lassen. Ich habe auch andere Passanten festgehalten, die dann eben in meinen Teilen untersucht wurden, Taschenkontrollen und so weiter und so fort. Aber ich habe eben auch große Militärparaden festgehalten. Ich habe auch Kontakt aufgenommen zu Menschen, meinen Teilen am 1. Mai. Wir wissen ja, dass es Zwangsaufmärsche gewesen sind, dass die Arbeitnehmer dorthin mussten. Die sind ja mit ihren Betrieben dorthin gefahren worden, teilweise auf LKWs außerhalb von Berlin, direkt hingefahren worden. Und es ist auch bekannt, dass die von links auf den Marx-Engels-Platz rauf marschiert sind, rechts wieder runter, einen großen Kreis gelaufen sind und dann sind sie wieder über den Platz normal rüber marschiert, weil nämlich nicht genug Leute da waren, die sonst stundenlang da hätten aufmarschieren können. War natürlich für mich sehr schwierig, der englischen Presseagentur klarzumachen, dass es Zwangsaufmärsche sind, wenn die Menschen mit Fähnchen in der Hand, freudestrahlend an den SED-Leuten vorbeimarschierten, lächelten und meinethalb auch noch Hochrufe da von sich gaben. Meine Schöne, ich hatte keinen Tonfilm gehabt, aber immerhin, man sah es, dass hier freudestrahlend da marschiert. Da habe ich öfter Anfragen bekommen, wie wollen Sie uns nachweisen, dass es Zwang gewesen ist. Ich habe mich auch mit verschiedenen Demonstranten dann unterhalten, die mir auch bestätigt haben, ja, wir müssen, was sollen wir denn machen? Und links und rechts ist ein Genosse. Wir müssen lachen. Ansonsten wären wir unsere Arbeit los. Nicht? Also ich meine, ich weiß es selbst. Meine Mutter wohnte ja noch viele Jahre weiter im Ostteil Berlins. Die war beim Bezirksamt tätig. Die musste auch, bloß die hatte immer auf Krankheitsebene hingekriegt, dass man gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich muss nach Hause. Nicht? Und hat es auch immer durchgekriegt. Also die brauchte niemals über den Platz zu marschieren. Nicht? Die hat sich mal rechtzeitig schon vorher abseilen können. Aber jeder konnte das eben nicht machen. Und wie gesagt, ich meine, ich habe alles festgehalten, was mir irgendwie aufgefallen war, was anders war als im Westen. Beispielsweise, wenn eben auch Menschen vor dem Schulgeschäft gestanden haben und da stand ein Volkspolizist davor, ja, dann habe ich das aufgenommen
habe damit gerechnet, dass dieser Volkspolizist kommt und mich kontrolliert. Und habe es auch in Köpenick, glaube ich, war es, mal erlebt. Und als dann dieser Volkspolizist zu mir angelaufen kam, habe ich nochmal aufgedrückt, damit ich die noch von vorne drauf hatte. Und der wollte meinen Ausweis sehen, habe mich ausgewiesen. Die nächste Frage war dann, Sie kommen von drüben. Ja. Und Sie haben hier fotografiert. Ja, haben Sie richtig beobachtet. Das wird doch Hetze. Ja, und dann kam die Gegenfrage von mir, wieso Hetze? Wie kommen Sie denn darauf? Ja, und dann soll ich ihm erläutern, warum ich das fotografiert habe. Na, hier sagt er, ja, wissen Sie, bei uns gibt es jeden Tag hier noch Schuhe. Da muss man sich nicht danach anstellen. Aber ich freue mich, dass es bei Ihnen hier heute Schuhe gibt und die Menschen sich nun hier aufgebaut haben, in der Hoffnung, dass sie noch ein paar abkriegen. Und in der Richtung will ich berichten. Der hat ein ganz dämliches Gesicht gemacht. Außerdem habe ich darauf hingewiesen, dass ich beim Presseamt des Ministerpräsidenten der DDR akkreditiert bin, als britischer Korrespondent, und ich mich hüten werde, Hetze zu verbreiten. Ja, ich habe es immer erlebt, dass die zackig gegrüßt haben. Ich kriegte meinen Ausweis wieder und dann durfte ich wieder abtreten. Man musste natürlich sehr aufpassen. Man musste vor allen Dingen immer wissen, was man den Leuten antwortet, dass die nicht eine Handhabe hatten, einen festzuhalten.